Jo, Bruti, hinter mir war mal eine Wand. Ich habe aber einen Greenscreen aufgehangen. Ah, okay. Ich spiele mal den anderen Charakter. The Silent. A deadly huntress from the Foglands. Eradicates feuds with daggers and poisons. Ihr, also, arbeitet mit Dolchen und mit Gift. Und ihre Ding ist, dass sie zwei extra Karten zieht am Anfang. Okay, hat aber scheinbar keine Heilung. Greetings. Ork. Okay. Ich muss erstmal den Boss erreichen, scheinbar. Da ist ein Feuer. Da ist ein Elite. Ich sehe nur eine Elite. Insgesamt. Also ich sehe nur eine Elite, das ist hier auf dieser Ebene. Ah, okay. Da würde ich sagen, geben wir Feuer, das Kiste, Feuer. Ja. Okay. Gehen wir irgendwie so. Moment. So. Okay. Hier aus. Okay, die hat Strike und Defend. Neutralize. Was ist Neutralize? Füge 3 Schaden zu und einmal Weak. Okay. Ich glaube, bei ihr müssen wir viel auf die HP aufpassen. Wir haben keine HP-Rack. Der andere hat ja natürlich hier HP-Rack. Sie hat erstens weniger HP und zweitens, okay. Ich würde sagen, wir machen das so. Okay. Damage bekommen. 0,8 Block, discard eine Karte. So. Ein Schaden bekommen. Habe ich gerade eine Energie gewastet? Echt drauf geachtet. Oh, jetzt sich gebufft. Sie muss sterben. Double Strike. So. Okay. Gold und eine Karte. Halte bis zu eine Karte. Das ist eine Power. Das heißt, ich kann eine Karte in der Hand behalten, die ich für die nächste Runde noch behalten möchte. Das ist aber auch nicht schlecht. Füge 4 Schaden zu allen Gegnern zweimal zu. Das ist halt ein schöner AOE. Exhaust heißt, die Karte verschwindet aus dem Fight. Also wenn ich hier diese Karte benutze, ist sie komplett raus. Normalerweise fliegen die auf den Discard-Stapel und kommen dann wieder in den Draw-Stapel rein. Sobald die du alle Karten gezogen hast, ist alles auf dem Discard und dann ziehst du halt davon wieder. Exhaust-Kosten fliegen raus. Einmal benutzbar und sind raus. Das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. 6 Strength für eine Runde. Klar, das, damit kann man halt einmal den Schaden von den Gegnern hart runternehmen. Aber das ist eine gute Power für 0. Ich glaube, ich nehme die Power für 0. Das gefällt mir. Wollte ich lang? Ich wollte hier lang. Lang wollte ich. Für einer. Neutralize. Ach, Moment, 8. Das heißt, wir können das hier machen. Ja, genau 0. Hier muss man unbedingt Schilder aufrechterhalten. Ist 7. Okay, wir können Power spielen. Wir spielen 2 Defense und 1 an. Man muss dann immer die Karte wählen, die ich dann behalten möchte. Bufft sich.
Bellow, was macht das? Strength und Armor. Er hat jetzt noch 17 und wir machen 18. Old Fire Potion und eine neue Karte. Quickslash. Deal 8 Damage, ziehe eine Karte. Prepared for a card, discard a card. Quickslash klingt gut. Füge 8 Schaden zu, ziehe eine Karte. Verlang. Okay, will sich am Anfang bufft er sehr immer. Wir spielen auf jeden Fall das direkt. Quickslashen. Und spielen 3 Strikes. Das behalten wir für die nächste Runde. So. Dass er, sobald er angreifen möchte, dass er dann geschwächt wird. Naturalize. Gehen wir mit. Neun. So. Tot ist er. Expertise, Skill. Kriege 12 Block. Kann öfter abgegradet werden. Deflect. Kriege 4 Block für 0. Footwork. Some Power. Kriege 2 Dexterity. Easy Footwork. Zwei Decks heißt, jede Schildkarte gibt uns 2 Rüstungen mehr. Alles, was Schild gibt, gibt uns mehr Rüstung. Hier lang, da lang, da lang, da lang. Okay. Easy. Genau, sie wird verbrannt, aber nur für den Fight. Wir finden ein großes Loch in dem Grund. Als wir da entgegenkommen, kommt uns eine große, schlangenähnliche Kreatur. Sagt, hey ho, hallo, hallo. Was, wen haben wir denn hier? Hallo, Abenteurer. Ich möchte dich einfach nur eine simple Frage fragen. Was das meist vergnügliche Leben oder nicht vergnügliche, ausfüllendste Leben ist das, wo du alles kaufen kannst. Denkst du nicht? Kriegen den Curse, kriegen wir Daubt, kriegen wir 175 Gold. Okay. Okay. Continue. Steve. Haben wir jetzt quasi eine Curse-Karte bekommen, die bei uns ins Deck reingepackt wird. Da. Die kann man nicht spielen. Und wenn sie quasi bei uns am Ende in der Hand ist, dann kriegen wir Weak. Für eine Runde auf uns. Nicht schlimm. Schmeißen die später aus dem Deck, die Curse-Karte. Ich hoffe, dass das zumindest geht. Das ist mein Plan. Das. Spielen das. 9. Ich muss 2-mal defenden dagegen. Und einmal striken. Entfernen. Auf jeden Fall quickslashen. Double defenden. Und einen Strike behalten. Vulnerable geworden. What? 19? Holy shit. Okay, wir spielen Footwork. Wir spielen Survivor. Und schmeißen die Karte raus. Die discarden wir halt einfach. 19, ne? So. Kriegen wir nur 2 Schaden. Behalten Quickslash. Für die nächste Runde. Und Double Strike. Wir behalten Neutralize. Gucken, was er macht. Entangle. Toll. Nicht gut. Entangle lässt uns nicht angreifen. Das heißt, wir können nur Karten spielen, die
keine Angriffskarten sind. Das ist alles nicht spielbar. Wegen Entangle. Okay, spielen wir halt zwei Blocks und behalten die da. Burst. Diese Runde, der nächste Skill wird zweimal gespielt. Füge 5 Schaden zu. Hier eine Karte, discard eine Karte. Wir machen Prepared. Hier eine Karte, discard eine Karte. Immer gut. Erst zum Lagerfeuer. Nach zum Boss. Bis Smiten. Wir machen Footwork. Footwork verbessern wir. Auf 3 Decks. Powerkarten zu verbessern ist immer gut. So. Oh, das ist der da. Okay. Meh. Daub bekommen. Das wollte ich haben. Footwork. So, wir haben ihn aufgeweckt. Weil ein Defend. Jedes Defend ist 8 wert. Ziemlich nice. Dass er 18 Schaden macht, ist nicht gut. Wenn wir mit 2 Defense relativ gut negieren. Behalten wir einen Defend für die nächste Runde. Watch. Okay, was haben wir da? Neutralize erstmal. Macht er nur 13. Backslash. Wir sind eine Runde geweakt. Ziemlich ungeil ist. Wir schmeißen die weg. Behalten Survivor für die nächste Runde. Weil die 11 Block gibt. Wir haben leider unseren Defense reduziert. Neutralize. Das Gefühl, ich müsste mehr Schaden machen und weniger blocken. Ich habe mir sehr wenig Schaden gemacht. Ich habe hier noch einen 20 Damage Potion, die ich zur Not einsetzen kann. Wieder daubt. Okay. Flash. Daubt, komm weg. Und wir behalten mal einen Block. Jetzt genau, jetzt müsste er wieder diesen Shit machen. Das heißt, wir striken dreimal. Eins, zwei. Behalten einen Strike. Zwei Blöcke, einen Strike. Behalten. Man. Uns hier wegsiffen, die ganzen Kram ist nicht gut. Wieder daubt. Quick Slash.
Haupt weg. Defense 15. Okay. Gut. Das ist offline, das Spiel. So. Whenever you play a power, heal 2 HP. Das ist gut, weil wir spielen Powers. Slice, Dagger Spray. Nehmen wir mal Dagger Spray. Dealt 4 Damage to all enemies twice. Da ist es nicht schlecht, weil das 0 Mana kostet. Kann man einfach so mitspielen. Immer Slice. Mal eben gucken, wo ich lang möchte. Gegner. Eine Power. Neutralisieren den auf 7. Rückslashen den. Hallo, Holvers. Lick. Mir Weekend verpasst. Footwork. Wound. Unplayable. So. Kommt nicht mehr durch mein Schild durch. So, noch eine Weak Potion. Was haben wir denn? Backflip. Gain 5 Block, draw 2 Cards. Apply 2 Weak, gain 12 Block für 2 Backflip. Glaube ich besser. 5 Block für 2 Cards. Also bessere Schilder sind das im Endeffekt. Ne? Erstmal hier hin. Ui, Toolbox. Eine random colorless Card. Okay. Jetzt könnte ich Merchant Shop oder Double Fire? Das ist die Frage. Double Fire ist besser als Merchant Shop. Auch keine 2 Karten behalten. 8 Block, 2 Karten. Zwei Karten discarden, zwei Karten drawn. 8 Damage. Too weak. 4 Damage, too weak. Too weak ist nicht schlecht, weil das zweimal den Damage von Gegnern verringert. 12 Damage, eine Karte ziehen.
mach das. Weak ist relativ gut. Zwei Runden Gegner den Damage reduzieren ist awesome. Oh, ein Slimy. Cool. Erstmal Well-Laid Plants. Als nächstes Footwork. Wenn der unter 50% HP kommt, das heißt unter 35 HP, teilt er sich in zwei kleinere Slimes, die mit derselben HP spawnen, wie er auseinandergegangen ist. Okay. Ich mache folgendes. Ich mache das und das und das. Und ende die Runde. Nehme das hier mit. Lick. Oh, er weakened. Sehr, sehr. Er shoppt gleich keinen Curse. Ich weiß, aber ich kriege den Curse relativ gut mit meinen Karten in den Griff. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Ich habe Karten, mit denen ich halt Karten abwerfen kann. Und ich werfe den Curse meistens ab. Ich brauche erstmal Double Defend und Quick Slash vermutlich. Auf 36 mit Quick Slash, das ist optimal. Damit teilt er sich noch nicht und dann kann ich nächste Runde. Kann ich dann awesome ihn runterkloppen, dass die nächsten Slimies nicht sonderlich stark sind. 8, ja? 11. Es wird auf jeden Fall sich teilen. Wir werden jetzt wohl vermutlich so 13 HP-Slimes rauskommen. Nice. Ist ziemlich gut gelaufen. Die mal. Bringt uns nichts. Ich habe kaum Karten, die viel kosten. Ich glaube kaum, dass ich was mehr habe, was mehr als 1 kostet. Ich glaube nämlich nicht. Nein. Ich hab nichts, was mehr als 1 kostet. Warte, ist ja eine zufällige Karte. Oh, ja, 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 ja. Noxious Fumes. Noch eine Power. Am Start deiner Runde fügst du 2 Poison auf alle Gegner hinzu. Wir wissen, Poison stackt. Ne, ich habe ja schon mal erklärt, wie Poison Damage macht. Poison macht, hat der Gegner 2 Poison Schaden drauf, kriegt er 2 Schaden. Ein Poison Ticket runter, nächste Runde kriegt er 1. In diesem Fall kriegt er aber 2 drauf. Verliert ein Poison, kriegt aber 2 neue drauf. Das heißt, es wird immer mehr. Je länger ich in dem Fight bin, desto höher wird der Poison Damage auf den Gegner stacken. Nice. Die Karte werde ich auch als nächstes upgraden. Da oben beim Feuer definitiv. Oh, hallo meine kleinen Gesellen. Was denn? Ziehe 3, mach 3 Damage, ziehe eine Karte. Okay, wir machen folgendes. Wir machen erstmal Footwork. Wir machen diese Noxious Fumes. So. Wir machen das.
behalten, werfen die Karte ab. Und behalten die gleich. Ach nee, ich habe das noch gar nicht gehabt, dass ich die behalten darf. Ich habe mir das schon so angewöhnt, dass ich das behalten darf. Autsch. Wir haben alle Poison bekommen, sehr gut. Muss mal den da quickslashen. Das war das, was ich gesucht habe vorhin. Ganz vergessen. Man. Und ich defende noch zumindest ein bisschen. Bald die Karte. Jetzt bekommen die ihren Poison Damage. Autsch, ich werde hart geweakened. Jetzt kam's, die muss ich unbedingt töten, diese Runde. So, und die kriegen alle wieder neuen Poison drauf. Away. Das heißt, ich muss dem 6 Schaden machen, dem hier. Der stirbt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, der ist schon tot. Der auch fast. Der ist tot. Noch die am Leben. Backflip. Bleiben wir die mal. Das ist ein schöner AOE. Man, Gift ist so toll. Hope Manöver. Nächste Runde 2 extra Energie bekommen. Easy. Next. Deep. Hm? Was ist das? Secret Weapon. Choose an attack from your door pile and place it into your hand. Habe ich irgendwas, was ich will? Attack. Ich könnte das hier holen für 5 Damage. Nehmen wir jetzt mal das. Ziehen wir erstmal eine Karte. Backflip. Footwork ist da. Daubt kommt weg. Ich wollte Footwork haben.